Mein Hintern brennt noch mehr als der Advent. Oh! Regie, wer hat meine Aufnahme angestellt? Manfred. Kleiner Scherz am Rande, ich habe keine Regie. Ab und an ist Mark hier. Und der würde sich wahrscheinlich jetzt auch wundern, was hier abgeht. Yeah. Das hier, meine Freunde, ist das alte Heiligtum. Mein Lieblingsdungeon. Groß, weitläufig, viel zu tun, viele Geheimnisse, altes Großheiligtum, Entschuldigung, so heißt es. Sehr eigenartige Mechaniken, interessante Mechaniken und absolut unverständliche Eulenstatuen, deren Zweck ich selber nicht kenne. Tja. Ah, Blödsinn. Leute, viele machen das mit den Bögen oder mit den Schleudern. Das ist falsch. Ihr müsst es nur irgendwie anstoßen. Es ist egal. Wichtig, die beweglichen Plattformen, also sprich die in solchen Strömen sind, die könnt ihr längerfristig betreten. Die starr sind. Oh, achso, das sind die Pfeile. Die starr sind, die gehen sofort unter, wenn ihr sie betreten würdet. Oh. Schaffe ich das? Schaffe ich das, bevor der Schädel weg ist? Ja. Sehr gut. Damit würde sich auch, glaube ich, jetzt dann mal der Schild verbessern lassen. Es wird ja schon langsam Zeit. Ich arbeite immer noch mit dem heiligen Schild. Schon langsam wird Zeit für den hochheiligen Schild. Vor allem, weil wir ja bald einen dann noch besseren Schild haben können. Ja, der Schild, den ich jetzt habe, der lässt sich zweimal verbessern. Aber das meine ich gar nicht. Ihr kommt schon noch drauf, was ich meine. Bin ich jetzt ernsthaft drüber gesprungen, ohne die Truhe zu öffnen? Ich will es mal hinkriegen. Das muss gehen. Ich will das jetzt machen. Komm schon, Link. Lass mich nicht hängen. Das geht sich wirklich nicht aus. Ohne Scheiß. Naja, soll so sein. Genießen wir unsere Lavafahrt auf einem Floß aus getrockneter Lava. Erstarrter Lava. Ich weiß gar nicht, was ist eigentlich der korrekte Begriff? Erkaltet, erstarrt. Ja, Link, es ist heiß und du bist müde, das weiß ich, aber zuerst holst du deine Freundin und dann legst du dich ins Bett. Mit ihr, versteht sich. Ihr müsst ja nicht, na, der weiß schon, ihr könnt einfach nur kuscheln. Brauchst du weniger Decke? Gab's mir, du kriegst sie sowieso nicht. Und du kannst schon mal die Uhr danach stellen, dass die Decke weg ist. Endlich draußen. Was seht ihr ein? Mich steht als hoher Schrecken. Ich habe dich gerade für Monster gehalten. Das sind Grabkörner, die du da trägst. Wer bist du? Und was schreibst du hier? Ich suche noch etwas. Ach ja, natürlich. Was, ich? Ich bin Goldo vom Stamm der Mogma. Die Mogma-Klauen, die du da mit dir herumträgst, sind meine Erfindung. Aber du siehst mir ein bisschen ahnungslos aus, nicht für ungut.
Weißt du, was es mit diesem Ort hier auf sich hat? In dieser Ruine schlummert ein sagenhafter Schatz, aber kein einziger, der ihn suchte, hat diesen Ort lebend verlassen. Unzählige Schatzsucher haben für diesen Traum ihr Leben geopfert. Ich sag das nur so zur Info. Na, willst du immer noch gehen? Ja, muss ich. Na denn, lass mich dir von der Legende des Schatzes erzählen, die jeder Mogma kennt. Es gibt da einen Schatz in ihr, den jeder Mogma zitieren kann. Einen Satz, nicht einen Schatz, was lese ich eigentlich? Bist du bereit? Am Eingang zum Schatz des Königs betrachten sich zwei Statuen. Spring in den Mund der schlafenden Statue, beweise deinen Mut und der Weg wird sich dir öffnen. Diese Weise solltest du dir merken. Danke! Ehrlich gesagt, meine Männer suchen auch gerade nach dem Schatz. Wenn du einem von ihnen begegnest, kannst du ihn ruhig fragen. Tja, der Tipp, den er uns gegeben hat, glaubt es mir, dass er wichtig ist. Jene, die das nicht wahrhaben wollen, dass der Tipp wir... Das sieht sogar wirklich wie ein Schlüssel aus. Naja, keine Frage, ne? Hier müsste man eigentlich mit der Schatzmedaille hin. Oh, das war blöd, weil ich hätte jetzt eigentlich das Horn mitnehmen können. Naja, was soll's. Ey! Hallo, Fledermaus! Ich will nämlich... Naja, okay, ich habe kein Glück, aber es gibt welche, da bekommt man Schattenkristalle raus. Es ist eher nur bei den Fledermäusen. Oh, Herrschaftszeiten, wo geht's denn da unten? Okay, hier ist eine kleine Truhe, verstehe. Hier sind Pfeile, auch ganz wichtig. Was hat es damit auf sich? Moment, ich muss kurz denken. Ah ja. Das ist auch kein nicht allzu unwichtiger Part. Das hier, meine Freunde, ist ein wenig schwierig. Zu verstehen zumindest. Auszuführen, naja, es geht. Oh, der hat so. Ah! Idiot. Naja. Was hat's mit den komischen Lava-Dingen auf sich, die dann da hochschießen? Das sind keine Fontänen. Oh. Ah. Oh, das ist cool, ja. Dass das jetzt passiert ist. Ja. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ich glaube, man wird schnell verstehen, was hier passiert. Zu dem Typen kommt man... Wie kommt man zu dem hin? Ach ja, da hinten geht es ja hoch. Man kann theoretisch da nach hinten springen. Bringt aber ehrlich gesagt nichts, weil ich glaube nicht, dass hier ein Schatz ist. Und für alle Fälle, man kann ja hier sofort runterspringen. Oh, ja, natürlich. Man kann leider die Abkürzung noch nicht öffnen, aber das geht bald. Und es gibt einen neuen Gegner.
So, das hätten wir. Der lässt aber leider dasselbe Item fallen. Finde ich etwas schade. Ja. Macht aber auch ehrlich gesagt Sinn. Es ist ja dieselbe Gattung. Theoretisch halt, ne? Sonst, ja. Ist halt so, ne? So, und hier haben wir die nächsten Raum. Oh. Also wie man sieht. Es lohnt sich doch sehr stark. Das sind aber jetzt nicht alles silberne, oder? Das wäre ein bisschen viel gewesen. Aber das hat zuerst so ausgesehen. Aha. Ja. Zur Information, was muss man denn überhaupt tun? Man sieht ja eh eigentlich der Maulverstopfung. Der Lavafluss hier ist verstopft. Jetzt ist hier die Strömung und mit der kommen wir weiter. Mit dem Käfer, den ich hier habe, da geht das relativ gut. Hier gibt es noch ein bisschen Geld, das nehmen wir mit. Den Fünfer, das ist jetzt egal, ist nicht so wichtig. Ja, das ist auch so eine Sache. Okay, das geht anscheinend nicht. Ich möchte aber allerdings mal probieren, ob das dann irgendwann geht. Aber es gibt, glaube ich, tatsächlich solche Früchte. Die diesen immensen Wasserschwall tatsächlich haben. Nur könnte ich jetzt nicht sagen, wie die heißen. Gott, wie heißen die denn? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gern. Oh! Das ist... Silvo. Das ist gut für meine verspannten Schultern. Die Schwimmbewegung, oder was? Was? Was schaust du mich so an? Hey! Nicht hinschauen, ich kann das wirklich überhaupt nicht haben. Mach schon, weg mit dir. Hey, sieh euch den Idioten an. Loser. Okay, ach, genug gelacht. Helfen wir ihm. Beste Freunde sind die Freunde, die dir immer helfen. Egal welchen Scheiß du gebaut hast. Direkt? Nachdem sie dich ausgelacht haben. Viele wissen das ja nicht, aber man kann diese... Oder früher hat man das eher weniger gewusst. Man musste dann zum helfenden Schikerstein im Wolkenort gehen und sich den Tipp holen, dass man das Zeug auch wegpusten kann, denn in den meisten Fällen, das ist ein bisschen irreführend. Oh, hier seht ihr schon den Gegner. Die Lava-Hand. Hm? Cool, oder? So, hier ist der Schlüssel. Jetzt können wir drüben rein und das erste Mal, dass wir einen neuen Gegner besiegen müssen, wird auch bald kommen. So, jetzt kann ich das endlich mal testen. Doch, das geht. Apropos Vorsicht, wenn die Dinger nicht aufgeplatzt sind, dann machen die Schaden. Und als, ich bin schon gespannt, wer als Boss hier auftreten wird.
wird sicher auch interessant. Ach ja! Man kann sich das Zeug auch aufsparen. Indem man, naja, ihr seht's ja, hineinsticht. Und wenn man die Schleime, glaube ich, damit trifft, dann müsste es sogar möglich sein, die gerade die brennenden Gegner damit zu löschen. Nehmen wir doch die Fee mal mit. Ich glaube zwar nicht, dass wir sie benötigen werden. Aber, naja, was weiß man. Als kleines Kind, wie ich noch nicht so geübt war mit dem Schildkonter, habe ich immer beide Schilde mitgenommen. Also den eisernen Schild und den hier. Damals hatte ich ihn aber, glaube ich, schon verbessert. Ist ehrlich gesagt auch nicht wichtig. Und hier kriegt man... Aha. Oh, shit, jetzt hätten wir das gesehen. Naja, egal. Ah. Jetzt setzen sie auf diese Witzmechanik. Ich erinnere mich dran. Jetzt muss man dem nämlich die Wasserpflanze, also diese, ich sage jetzt mal Wasserperlenpflanze. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das wäre ich gar nicht mal schlecht zu wissen. Fall, was ist das? Diese Wasserfrucht speichert durch ihre harte Schale wertvolles Wasser, das an diesem Ort nützlich ist. Wasserpflanze. Etwas kreativitätsbefreit, wenn ihr mich fragt. Aber gut. Wenn man meint. Oh! Ich hab gleich mal zwei bekommen, Alter! Ich bin Lucky Man heute, wirklich. Wow. Jetzt muss man hier rüber. Und jetzt darf man wirklich keine falsche Bewegung machen. Man muss den Händen jetzt nämlich davonrennen. Okay, heute läuft's! Heute läuft's einfach! Heute läuft's wirklich gut! Wahnsinn! Zweimal Schattenkristall, Double Kill! Jetzt muss man... Ups, jetzt habe ich seinen Text weggelegt. Egal! Mann, heute geht's... Ich frage mich aber eins, wie kann der Schalter noch intakt sein? Und wie geht's deinen Schultern? Juhu, endlich in Freiheit! Jetzt, ich weiß nicht, wer du bist, aber danke dir und jetzt sag bloß, du bist ebenfalls ein Schatzsucher. Klar, ich suche zwar was anderes, aber ja, egal. Wusstest du doch, was solltest du auch sonst hier machen? Die Legende der schlafenden Statuen, aber was trägst du denn da für alte, unansehnliche Klauen? Warte mal. Gut, als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich für dich einen Griff in meine tolle Sammlung tun. Warte mal kurz. So, da wären wir. Keine Sorge, das ist nichts Schmutziges. Keine Sorge, die sind nicht schmutzig. Waren ja auch die ganze Zeit in der Natur. Die sind was ganz Besonderes. Pass also gut auf sie auf. Zeit zu gehen, man sieht sich. Ja. Wie wahr er doch spricht. Mogma-Clan erhalten. Damit lässt sich ein breites Spektrum wieder eröffnen.
was uns A erlaubt, etwas Cooles zu machen und B die Möglichkeit gibt, Abkürzungen zu erschaffen, die ich jetzt auch erschaffen werde. Denn soweit ich mich erinnern kann, gibt es eine ganz, ganz böse Szenerie, in der man in den Tempel wirklich schnell und weit zurücklatschen muss. Ah, da kann ich euch schon mal sagen, dass ich da null Bock drauf habe. So wie jedes Mal, wenn es ums Rückwärtsmachen geht. Und zwar muss ich nochmal in den Raum... Ja, genau in den hier. Genau in den hier muss ich. Überall, wo solche Löcher entstanden sind, kann man sich eingraben. Und man kann diese, naja, Tore verschieben. Dann hat man den Vorteil, dass man relativ schnell wieder hierher kommt, denn das ist hier jetzt weg. Und man kann hier den Schalter betätigen. Auf der einen Seite, ne? Kann sich hier so eine Wasserfrucht schnappen. Oh oh. Okay, ich muss nochmal zurück. Ich habe nämlich verkackt. Egal. Aber man kann jetzt, man sieht ja schon, dass hier ein Gang nicht erreichbar ist. Also zumindest so. Ja, und wenn man diese Hand besiegt, dann kann man den Gang sehr wohl betreten. Und das ist, naja, eine Truhe mehr. Nämlich ein Sonderbereich. Das kann man verpassen, aber man sieht es von hier außen. Und da drinnen ist, man darf es ja gar nicht glauben, eine weitere Flasche. Es gibt hier schon vier. Das ist ja schon wie in Ocarina of Time. Da hat man eben, naja, eigentlich konntest du in Ocarina of Time noch vor der Hälfte des Spiels alle vier Flaschen haben. Oder? Ging sich das aus? Ja, doch. Doch, konnte man. War möglich, ja. So, ich werde mich jetzt offscreen wieder in den Raum begeben, wo wir vorher waren. Und sage ciao und bis zum nächsten Mal.